Herzlich willkommen zurück bei DAI6. So, ich habe mein Inventar geleert. Eins muss ich wahrscheinlich noch ändern, und zwar ich trage viel zu viel Waffen für das kleine Inventar mit. Also werde ich wahrscheinlich das Betäubungsgewehr ersetzen durch die Betäubungspistole. Benötigt wesentlich weniger Platz. Hinzu kommt, dass ich mich wahrscheinlich um die Pistole, die ich eh schon begonnen habe zu leveln, zu verbessern, mitnehmen werde, und den Revolver. Gute Durchschlagskraft kann ich gern gebrauchen, so wie ich gegen Roboter antreten muss. Also Max antreten muss. So. Und jetzt die Frage aller Fragen. Hoppala. Wie komme ich da wieder rauf? Denn, wie gesagt, die Sonne scheint immer noch. So, super. Jawohl. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich wollte. Und zwar wollte ich dort drüber hüpfen. Gut, das Vorhaben kann ich wahrscheinlich vergessen. Das heißt, ich muss alles rund. Ich muss alles neu. Okay. Nein, ich muss hier alles anders machen. Das heißt, ich will jetzt gerne wissen, wenn ich den Dings überlaste, ob ich dann hier rein kann. Nein. Oder nur den Gullideckel zumachen. So. Denn, wie es so schön ist, kann hier speichern und hier rein. Oh. Nützt genauso gut ein Schmerzmittel. Dann welche? Er hat Kräfte bekommen und ist gestorben. Sie konnten nichts dagegen tun. Neon und Neurocin vertragen sich nicht. Er hätte es wissen müssen. Was soll das heißen? Es geht allen so. Jedem Opti, der diese Scheiße nimmt. Das klingt ja wie eine Verschwörung. Es heißt nur, dass man Drogen nur einzeln nehmen sollte. Hey, wir kannten den Kerl nicht mal. Schon wieder einer gestorben durch Drogen. Ich habe mal gespeichert. Ich weiß nicht, ob. Also ich werde drin. Ich liebe diesen Song. Ich liebe diesen Zirkus. Was? Ich habe gespeichert, ich versuche es trotzdem mal zu hacken. Ist ja ein relativ einfacher Hack. Ging ja relativ einfach. Dankeschön. Also, der Typ hier hat sich gerade zugetrogen. Droge sichrisiert. Neon Raver. Mit einem PDA.
Darko, ich habe überall jemanden gesucht, der uns Neurofozyn verkaufen kann. Meine Suche hat mich zum Pilgerbahnhof geführt. In einem der Gebäude dort gibt es ein Apartment mit einem Schwan auf der Tür. In dem Apartment ist ein Geheimraum, der beweist, dass dieser Reinigungsdienst als Fassade für einen Drogenring dient. Ich habe zwar kein Neurofozyn gefunden, dafür aber eine sehr wichtige Info. Weißt du, warum niemand augmentierte Neon verkauft? Weil es für Menschen mit Neurofozyn im System tödlich ist. Also lass bitte die Finger von dem Zeug und informier möglichst viele deiner Freunde. Mina. Titel: Nimm keine Drogen. Wasserkanister. Okay. Tja. Ja! Yeah! Party! Party people! Party people, party time! Haben Sie das gesehen? Da drüben! Yeah! Yippie-yay! Yeah! Party! Party people, party time! Schleichen wir mal. Party people, party time! Aber ist zu schmutzig! Wie wär's mit Aufräumen? Putze, putze! Party people! Sieht aus wie Wolfgang Amadeus. Ware bitte! Amadeus, Amadeus! Amadeus, Amadeus! Als Polizei! Yeah, Patti! Patti! Patti, Patti Pippe! Tja, mit einigen Sachen kann man Neon mischen, mit anderen auf keinen Fall. Ich kann gar nicht aufhören! Patti! Yeah! Und ich sehe Dead Peoples! Kann ich dir hier also. Hier muss ich wieder zurück. Ich muss zum Schwanenabteil. Yay! Yeah, Party People! Party Time! Party! Party! Und Party ist vorbei. Ein Hin und Her. Was wir nicht alles machen müssen, damit wir da Drogen rennen. Den schmeißen wir auf. Den lassen wir auffliegen. Lauf, 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 lauf. Dobre, dobre. Am nächsten Montag findet vor der früheren Dobre. Hier. Hier. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin. Diesen Bezirk hier? Ah, ich muss dort hin. Ja, gut. Dann gehen wir dort mal hin. In der Kanalisation sollen ein paar Ausreißer leben, die ihre eigene Gemeinschaft gegründet haben. Diese Schicht überstehen. Die habe ich bereits schon aufgemischt. Die wurden geschüttelt und gerührt. Also das heißt, befreit. There's a better solution. Die nehmen Castle Keep. Okay. Bewegung. Aber sonst grafisch, technisch sieht das eigentlich sehr schön aus. Ich meine, selbst die Werbeplakate. Lacoste. Schrecklich. Vor Armeen. In der Wumming. Für die Polizei hängt hier eh schon rum. Mann, Mann. Lass mich raten, Sperrbezirk. Stravi, die Hatschast, die muss augmentieren, ich nenne. Ah, das ist Bahnhof. Das ist U-Bahn. Ja, schon. Das ist wie ein Flug nach einem. Also, wir speichern hier nochmal. Aber es hat uns nicht den Code für. Ja, ist auch egal.
Dort, ja. Wollte schon raufspringen. Die Türen sind... Warum ist hier die Tür offen? Dunkles Bier. Das ist wieder die Standardgewehrmunition. Ja. Nehmen wir halt wieder mit. Absent. Die Bang Corporation. Bier. Werfbaren Drucker, ja, wenn er nicht druckt. Und die Farbe schon wieder alle ist. Ofen, eine Schublade. Nein, danke. Will nicht ständig Alkohol mit mir herumschleppen. Das wäre nämlich das Einzige, das wieder mal auf der Straße nicht kontrolliert wird. Ja. Also das Duschen wäre mir dann schon noch lieber. Das müll ich mir nicht zu. Na gut, er kann baden, aber trotzdem. Ein Schwan. Gesperrt. Kann ich hier wirklich nicht... Fensterläden sind wieder zu. Die sind wieder zu, aber vielleicht kann ich von der anderen Seite rein. Bevor wir über den Umgang zwischen Fallen. Das ist eine Scheißbezeichnung. Zwischenfall? Wenn Steve nach 3 Burritos aufs Klo geht und vorher nicht die Kasse abfackelt, das ist ein Zwischenfall. Was 2027 an diesem schicksalhaften Tag passiert ist. Ja, ein schicksalhafter Tag. Cool, dass das Radio, wenn man den Rücken zukehrt, leiser wird. Aber eigentlich müsste ich ja mit meinen Augmentierungen... Warum habe ich keine Taschenlampe? Okay, so wie es aussieht, kann ich von dieser... Apartment doch nicht rüber. Das heißt, ich muss es selber knacken. Und es gibt keine Erfahrung, wenn ich das so mache. Es sei denn, hier hat es kein. Das heißt, gut abgeschottet. Wir speichern. Stufe 2. Das heißt, ich bin Spam. Jetzt schon. Ah, Scheiße. Das habe ich nicht gewusst. Da kann ich gleich nochmal anfangen. Dankeschön. Kann ich gleich nochmal anfangen. Ich muss das ein bisschen anders angehen. Die Knackerei. Viele Menschen einschlägige Rede, Passwörter. Natürlich. Warum braucht er so lange zum Laden? So. Span 5. Das heißt, den übernehmen, du überstärkst. Oh. Hätte ich vielleicht warten sollen. Ah, jetzt geht's auch wieder. Das heißt, den verstärken. Mach. Er hat's auch versteckt. Er hat's schon verstärkt. So, gehört jetzt mir. Kann ich nicht mehr stärken. Aber ich habe gewonnen.
Boomstopp-Software. Aber ich bin wenigstens drin. Okay. Hier ist niemand. Bevor wir an den Rechner gehen... Wer steckt Bier in einem Schrank? Da ist auch nichts. Ah, natürlich, alles was mit Schweden zu tun hat. PDA! In 202 ist irgendwas passiert. Zeignis, ich war wie besprochen in 33 Lavni bei diesem Neon-Nacht-Party. Du hattest recht, was den Burschen angeht. Ich denke, wir können ihm trauen. Er mag die Twalis genauso wenig wie wir. Die anderen sind, denke ich, auch okay. Nur dieses Mädchen, Katharina, könnte Ärger machen. Nicht wie die Twalis, nur ganz normalen Ärger. Allerdings ist auf der Party etwas passiert, worüber wir uns unterhalten sollten. Ich habe eine Seite von Neon gesehen, wie ich noch nie kannte. Die ich noch nie kannte. Ich nehme an, du weißt, was ich meine. Labut. Das war... Gut. Dann durchsuchen wir mal alles. Ich könnte eigentlich Ding nochmal herstellen. Wenn wir schon mal dabei sind. Multitool! Bauen wir gleich nochmal ein. Multitool. Minenmatrix. Was macht eine Minenmatrix? Schlachtwerk kommen konfigurierbare multifunktionale Landmine, die für Antipersonen, Antimaterial oder Ablenkungseinheiten geeignet ist. Sie kann mit Granaten, Split-MP, Schock, Rauch oder Gas situationsspezifisch in einem statischen Schrank kombiniert werden. Okay. Auch interessant. Das heißt, eine kombinierbare Granate. Sollte ich vielleicht doch mit mir mitnehmen. Nochmal. Man findet viel mehr an Elektroschock-Munition als Betäubungsding. Aber die Elektroschocker sind genauso effektiv wie die Betäubungs... Was? Das ist Bier. Als die Elektroschock Munition. Nein, das Bier wollte ich nicht mitnehmen. Sehr schöner Tisch, ein interessanter Tisch, muss ich zugeben. Stühle sind auch interessant. So viel zum Thema Wäscheservice. Haben wir hier noch was? Eine Wand, die ich einschlagen könnte. Und auch mache. Das... Oh, ist das der Fahrstuhl? Nein, das ist ein Schacht. Ein Schacht. Aber ich werde jetzt den PC hacken. Oder zugreifen. Okay, liebe Reiniger, ich habe von einem neuen Service in Prag gehört, der Spezialzustellungen macht und Partys und geheime Raves in den Kanalisationen organisiert. Kommt euch das bekannt vor? Falls es einen Weg gibt, Neon zu kriegen, ohne sich an Bonbons und ihre Gang wenden zu müssen, will ich davon wissen. Die Welt ist schwarz-weiß, aber Neon ist bunt. Neon ist Leben. Bitte, ich bin sehr diskret und kann bezahlen. Katharina. Anhang. Schwanz. Aber das ist nicht das, was ich eigentlich wissen wollte. Nee. Ich dachte, da kommt jetzt einer durch. Jetzt sind wir unten. Nehmen wir doch alles mit. Das gehört insgesamt. Und jetzt, lass mich raten, ich darf in die Kanalisation. Und, jetzt kommt sogar noch das Beste. Jetzt erst weiß man, dass ich hier... Hoppala.
auch rein hätte gekommen. Okay, das wäre ein... Ja, hätte ich auch durchgekonnt. Hier kommen wir noch runter. Auch noch runter. Da geht es immer tiefer runter. Ich speichere hier mal, weil jetzt bin ich in einem abgeschotteten Bereich und ich habe keine blassen Schimmer, wo ich hier bin. Das ist ein Serverroom. Habe ich auch gerade erst kürzlich eine schöne Erlebnis mit dem scheiß Serverraum. Wir hatten irgendein Arsch hat einen Stecker in den falschen Port reingegeben. Somit hat er einen Loop produziert und es hat unseren gesamten Server lahmgelegt. Wir durften dafür eine halbe Stunde früher nach Hause, hatten aber den ganzen Tag praktisch nichts zu tun, keine Aufträge, nichts. Dafür den Freitagmorgen Stress bis zum Ende. Ich speichere hier nochmal, weil ich habe keinen Schimmer, wo ich hier bin. Okay. Das ist Speere. Ich weiß zwar nicht, warum du auf leere Bildschirme starrst. Ein Zivilist. Gibt wenig, immerhin keine Minuspunkte oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was es mir bringt. Nochmal eine Breach-Software. Und ein PDA. Ein verstecktes. Achtung an alle, es war zwar traurig, dass so viele Menschen auf der Straße leben, aber wir können nicht zulassen, dass sich die Leute in unserem Bahnhof verstecken. Obdachlos, hin oder her. Es macht keinen guten Eindruck auf zahlende Kunden und stellt angesichts der jüngsten Angriffe ein ernstes Sicherheitsrisiko dar. Ich habe mit den Verantwortlichen gesprochen und sie haben zugestimmt, neue Sicherheitssysteme zu installieren. Ich bin für den Rest des Tages außer Haus. Wenn also der Mitarbeiter von Sobchak kommt, muss ihn jemand in den Serverraum lassen und bei Laune halten. Der Code lautet 9. Da hätte ich noch etwas XP bekommen. Aber naja. Da war meine Forscherdrang zu groß. Und so wie ich gerade schon wieder aus dem Augenwinkel sehe, haben wir die Zeit schon wieder überbrückt. Ah, okay. Very interesting. Okay. Verdammte. Und warum soll ich jetzt da wieder zurück? Was willst du das? Weil ich die Tür nicht geöffnet habe. Doch. Ich habe doch die Tür geöffnet. Was willst du mir jetzt sagen? Also muss es hier irgendwo noch ein Item geben, das ich nicht aufgenommen habe. Das werde ich dann suchen. Mit euch natürlich in der nächsten Folge aber. Danke fürs Zusehen und tschüss.